Bundesgesundheitsminister Gröhe sieht keine Ebola-Gefahr für Deutschland. Niemand müsse sich Sorgen machen, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Die Bundesrepublik verfüge über hervorragend ausgestattete Behandlungszentren, die auf den Umgang mit hochansteckenden Krankheiten spezialisiert seien. Die Europäische Union hat inzwischen begonnen, Hilfsgüter in die Ebola-Gebiete Westafrikas zu liefern. Dort sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation seit Jahresanfang mehr als 4000 Menschen an der Seuche gestorben.